Christian Lang, herzlich willkommen. Kurz nach Silvester, 4. Jänner. Wir wollen auf die Saison zurückschauen, ein bisschen nach vorne schauen. Zweiter Platz, 24 Punkte, nur 3 Punkte Rückstand auf den Ligadominator St. Pölten. Wie sieht dein Saisonrückblick aus? Danke mal. Ich denke, wir haben das Ziel gehabt, oder haben nach wie vor das Ziel, St. Pölten so lange wie möglich unter Druck zu setzen. Haben dieses Mal quasi keine Ergebnisziele ausgegeben, sondern Fähigkeitsziele und Erreichungsziele, die einfach gewesen sind, die Mannschaft besser zu machen, im Spiel gegen den Ball, mit dem Ball, beziehungsweise jede Spielerin besser zu machen. Inwiefern ist dir das gelungen? Das war in vielen Fällen erfolgreich, vor allem das Spiel im letzten Drittel muss noch viel besser werden. Und ich denke, wir müssen jetzt noch mehr im Detail arbeiten, weil das Frühjahr natürlich eine viel größere Herausforderung wird. Der ÖFB Corner, also die offizielle Zeitschrift des ÖFB, hat geschrieben, dass wir die einzige Mannschaft sind, die an St. Pölten dran ist und quasi die St. Pölten im Frühjahr fordern können. Glaubst du, dass der Titel möglich ist? Ich will gar nicht so über den Titel sprechen, sondern wie vorher gesagt, noch einmal mehr ins Detail gehen. Ich glaube, dass St. Pölten, dass wir sie nicht mehr überraschen können. Ja, sie werden sicher noch ernster und motivierter gegen uns auftreten. Auch die anderen Mannschaften werden wahrscheinlich noch defensiver gegen uns spielen. Also es wird sicher eine größere Herausforderung. Dann hat Landhaus Austria einen Trainerwechsel gehabt. Die werden wahrscheinlich auch mit einem neuen Schwung kommen. Also es wird sicher eine schöne Aufgabe. Du hast vorhin von Entwicklungszielen gesprochen. Im letzten Jahr war es noch oft so, dass gerade bei entscheidenden Spielen, wo man dann den Anschluss wieder an die ersten beiden finden hätte können, dass dann wieder eine Niederlage gefolgt ist. Was glaubst du, warum das in dem Jahr nicht so ist, dass man da dann die entscheidenden Spiele auch wirklich gewinnt und dann vorne dran bleibt? Also im Moment ist es wirklich so, dass wir das Gefühl haben, jede Spielerin, die vom Anfang an beginnt, beziehungsweise die eingesetzt wird, die ist einfach bereit, das Bestmögliche abzuliefern. Die Erfahrenen, die Mischung ist top bei uns. Ja. Wir haben 2, 3 erfahrene Spielerinnen, dann haben wir junge Nationalteamspielerinnen, die natürlich auch ständig besser werden. Und die Idee, wie wir im Ballbesitz spielen und im letzten Drittel spielen, wird natürlich auch besser. Glaubst du, dass da ein Mitgrund dafür ist, dass beim ersten Spiel gegen St. Pölten da in Messendorf einfach die Damen gesehen haben, okay, da ist wirklich was möglich, wir können mithalten mit dem Top-Team? Das stimmt, auch wenn das Spiel verloren wurde, also wenn du vor dem Spiel gesagt hättest, wir sind so knapp dabei und haben auch so viele Chancen gegen St. Pölten, weil das Spiel hätte noch gewinnen können, dann hätte ich gesagt, super, danke, nach dem Spiel waren wir doch traurig, beziehungsweise in der Kabine ist dann was entstanden, wo die Spielerinnen schon gesagt haben, hey, wow, was da heute passiert ist, das macht uns stark und da gehen wir einfach weiter. Schauen wir ein bisschen auf deine Arbeit. Du warst davor sehr lange Jugendtrainer. Bist du jetzt bei den Damen? Wie hat sich da die tägliche Arbeit verändert? Es verändert sich dahingehend, dass es natürlich mehr um Punkte geht. Also grundsätzlich sind es 2 verschiedene Paar Schuhe, ob du auf Sieg spielst oder ob du entwickelst. Und gerade bei diesen beiden Frauenmannschaften, da haben wir eine Altersrange von 14 bis 30. Also geht es teilweise auch noch darum, dass man die Spielerinnen entwickelt. Sehr wohl geht es aber darum, dass man Punkte hat. Also das Punkte holen, ja, und die taktische Ausrichtung eben dementsprechend zu wählen, das ist sicher anders als in der Jugend. Wenn man mit den Damen spricht, dann haben sie es eigentlich gar nicht so gern, dass sie mit dem Herrenfußball verglichen werden, weil sie selbst sagen, das ist was ganz was anderes. Worin siehst du die größten Unterschiede? Ich fange vielleicht an, was gleich ist. Grundsätzlich ist die Spielfläche gleich, die Spielregeln sind gleich, die Spielprinzipien sind gleich, auch die Ausbildung der Trainer ist gleich. Was sicher ein Unterschied ist, ist die körperliche Konstitution. Ja, die ist bei Frauen einfach etwas schwächer ausgeprägt. Was aber für die Frauen spricht, ist ganz einfach, sie sind im Training extrem motiviert. Sie fragen auch sehr viel nach, wo bei den Burschen manchmal bist du nicht sicher, ob sie es verstanden haben. Die Mädels fragen da sicher immer noch. Also die Motivation, das soziale Gefüge ist bei den Frauen sicher top. Seit heuer gibt es auch einen Ligasponsor. Außerdem wird die Damen-Bundesliga regelmäßig im ORF übertragen. Siehst du generell die Entwicklung im Frauenfußball in Österreich? Was gerade den Clubfußball betrifft, beim Nationalteam ist man schon sehr erfolgreich. Genau, also ich denke, es wird spürbar besser, vor allem auch von Seiten Sturm Graz, die Aufmerksamkeit und Wertschätzung, die dem Frauenfußball entgegenkommt, ist spürbar. Auch was die Medienlandschaft betrifft, da merkt man mehr, dass mein Hauptsponsor ist natürlich top. Ich denke, langfristig wird es einfach wichtig sein, dass Rapid Wien, dass Red Bull Salzburg, dass die ja in den Frauenfußball einsteigen. Das wäre nämlich meine Folgefrage gewesen. Glaubst du, dass das die Liga noch attraktiver machen würde, wenn Salzburg, LASK, Rapid,
Denke ich schon. Ja. Wenn man jetzt sieht, die Zuschauerzahlen, da hätten sie die Frauen sicher noch mehr verdient. Kommen wir zurück zu uns. Wann startest du mit der Vorbereitung und was sind deine Ziele für diese Vorbereitung? Wir starten quasi mit 9.1. wieder mit der Vorbereitung. Ja, wobei, also grundsätzlich hätten die Spielerinnen frei. Wobei, was mich sehr freut, sie haben Gruppen quasi organisiert, wo sie gemeinsam jetzt auch in der fußballtrainingsfreien Zeit gemeinsam in die Kraftkammer gehen, in den Fitnessraum. Das freut mich sehr. Das zeigt nur die Motivation. Und die Ziele, wir bleiben dabei. Wir wollen uns ständig weiterentwickeln, also das Mannschaftsspiel, die einzelne Spielerin und noch mehr ins Detail gehen, vor allem was die Athletik betrifft. Ja, mit dem Cup hat man gleich das Hammer losgezogen mit St. Pölten. Ist das ein Vorteil oder ein Nachteil? Ich versuche grundsätzlich immer einen Vorteil zu ziehen. Also wir spielen, wie du richtig sagst, am 9. oder am 10. März gleich gegen St. Pölten. Eine Woche drauf auswärts das erste Meisterschaftsspiel gegen St. Pölten. Für uns ist eins klar, dass wir in beiden Spielen Angriffsfußball spielen. Abschließend, das neue Jahr ist vorbei. Hast du einen Neujahrsgrundsatz und wenn ja, welchen? Neujahrsgrundsatz? Grundsätzlich bin ich kein Freund von Grundsätzen. Also gibt keinen Jahresgrundsatz. Dann danke ich auf jeden Fall fürs Interview und alles Gute im Frühjahr und vielleicht ist doch mehr möglich. Okay.